Die Rudolf-Wissell-Brücke ist die längste Brücke im Berliner Stadtgebiet, fast einen Kilometer lang. Sie ist ein Paradebeispiel für marode Betonbrücken und deren Überlastung und soll deswegen nächstes Jahr erneuert werden. Da oben ist ein kleines Loch, da ist ein kleines Loch, da fehlt eine ganze Kante, da ist schon wieder ein großes Netz vorgespannt. Also das Ding gehört abgerissen, leider. Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken hat eine Liste der 100 baufälligsten Autobahnbrücken erstellt, fast alle in Westdeutschland. Auch um solche Konstruktionen zu erneuern, haben die Landesverkehrsminister in Duisburg die Auflage eines Infrastrukturfonds gefordert. Der soll Investitionen erleichtern. Er soll das Top and Go, die Verunsicherung durch jährliche öffentliche Haushalte beseitigen. Er soll das Ganze, die oft langjährigen Investitionen, planbarer machen. Eine Herausforderung dabei, wer ist zuständig für welche Straße? Bund, Land oder Kommune? Diese Überlegungen betreffen allerdings ausschließlich Infrastrukturen, die der Bund finanziert und für die der Bund verantwortlich ist. Die Länder sind von diesen Überlegungen nicht betroffen, aber sie können natürlich in eigener Verantwortung eigene Infrastrukturfonds auflegen. Das ist deren Sache. Wir haben in dieser Hinsicht keine Mischfinanzierung. Eine gemeinsame Lösung von Bund und Ländern für die Infrastrukturprobleme in Deutschland ist also noch nicht in Sicht.